Und in diesem Zusammenhang möchte ich euch zwei Orden berichten. Das ist sehr interessant. Die gleichen diesen Illuminatenorden nämlich noch stärker. Und ich denke, die meisten von euch haben diese Namen noch nicht gehört. Wenn dann nur ein, aber den eigentlichen Namen des Ordens nicht gehört. Und das ist der Orden namens, Achtung, Futuhwe. Der Orden Futuhwet, sagen wir im Türkischen. Futuhwet. Aber ich möchte das Wort auch nicht Tarikat dafür benutzen, weil das ist dann nicht mehr Tarikat. Futuhwet ist dann wirklich ein Bereich, ja, den wir als sogenannten islamischen Orden bezeichnen können. Futuhwet. Und dieser Begriff ist jetzt sehr wichtig für uns, weil dann merken wir eigentlich, den Unterricht, den ich heute halte, der ist wirklich nicht aus der Luft gegriffen. Diese Ansätze, ich betone, diese Ansätze gab es im 12., im 11. Jahrhundert im Islam, weltweit in der islamischen Welt verbreitet. Und der erste Orden, der wirklich den Illuminatenorden ähnelt, ist der Orden, die Bewegung der Futuhwe. Und bei der Futuhwe-Bewegung, die so um 8., 9. Jahrhundert schon entstanden ist, also ungefähr 150, 200 Jahre nach der Hijra, geht es um allgemein erstmal um Männer, um jugendliche Männer, die sich um ein bestimmtes Ideal versammeln. Und Futuhwet kommt von dem Begriff Fetah. Der Begriff Futuhwet, also nicht, einige denken, Futuhwet ist immer diese Eroberungsgeschichte. Nein, das ist nicht die Eroberung. Das Wort Futuhwet, auf das sich diese Orden stützt, kommt von dem Wort Fetah. Und mit Fetah ist der Jugendliche gemeint. Ist der Jugendliche gemeint? Und wer ist eigentlich der Jugendliche? Bei der Futuhwet-Orden ist Imam Ali, Karramallahu wajhahu. Denn es gibt diesen Begriff aus der Geschichte, der heißt La Seife illa Zulfikar, La Feta illa Ali. La Feta illa Zulfikar, La Feta illa Ali, La Seife illa Zulfikar. Es gibt keinen Jugendlichen so wie Ali und es gibt kein Schwert wie das Schwert von Zulfikar. La Feta illa Ali, La Seife illa Zulfikar. Auf diese Aussage ist ein kompletter Orden, ich betone, ein kompletter Orden im 8., 9., 10., 11. und 12. Jahrhundert gegründet worden. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wir reden fast von 400 Jahren, die komplett auf diese Sache aufgebaut worden ist. Ja? Und über die Bezeichnung, also das Wort Vetter ist auch übrigens sehr, sehr wichtig, das heißt Jugendliche. Gibt es auch im Koran Ansätze, wer als Vetter, als Jugendliche bezeichnet worden ist? Das ist der Prophet Abraham, der Prophet Yusuf und die Gefährten von Ashab Kef, die Gefährten der Höhle. Sie werden auch als Träger der Futuhwe-Orden bezeichnet. Und wir reden hier, und das ist hier wirklich sehr interessant, von wirklich Illuminatenordenartige Gruppierungen, die wirklich sehr am Anfang der islamischen Zeit auch die islamische Welt sehr, sehr stark geprägt haben. Und ich merke, ich weiß, dass dieser Orden so gut wie eigentlich gar nicht bekannt worden ist. Dieser Futuhwe Orden. Über die Bezeichnung individueller Tugenden hinaus entwickelt die Futuhwe ausgesprochen bündnische Züge, indem sie für Gruppen junge Männer, die sich gemeinsam Idealen verpflichteten, feste Bräuche und Rituale entwickelte. Eine Aufnahme in den Bund erfolgte dann letztendlich in mehreren Stufen. Also was die sogenannten Freimaurer erst in 500, 600 Jahren danach machen werden, haben die Futuhwe-Bewegung schon 500, 600 Jahre vorher gemacht. Es gibt diese bestimmten Stufen und in der Kerngeschichte ist immer der vierte Kalif des Islams, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu an. Aber in dieser Zeit, das ist hier für uns erstmal so als Knickpunkt sehr wichtig, waren das eigentlich immer sehr tugendhafte Bewegungen gewesen. Ja? Also, wie erziehe ich mich selber? Es war eigentlich so unabhängige Sachen gewesen. Bis zu der Reformpolitik des abbasidischen Kalifen Nasir Lidinillah. Wir reden von dem Jahre ungefähr 1180, 1223, so ungefähr. Da kam nämlich der abbasidische Kalif Nasir Lidinillah. Das war nämlich die Zeit,
in dem das Kalifat der Abbasiten abgeschwächt worden ist. Das abbasidische Kalifat wurde abgeschwächt. Und was hat Nasir al-Din Illah gemacht? Er hat sich selbst an die Führungsposition der Futuwa-Bewegung gestellt und hat die ganzen Futuwa-Orden unter sich versammelt, dass er der Führer Nasir al-Din Illah wurde und somit sein Kalifat durch die Futuwa-Orden, die bis dato eigentlich existierten, ja, aber unabhängig voneinander existierten, als Selbsterkenntnis, als Mujahidun, die kämpfen, die Ali zum Vorbild nehmen, hat er genommen und hat er zu der Gesamtinstitution gemacht. Wir reden, wie gesagt, im 6. Jahrhundert nach der Hijra. Ja? Er hat diese Sache in sich versammelt und festigte somit seine eigene Stellung im Kalifatstaat der damaligen Zeit. Nach der Eroberung Bagdads, ja, nach der Eroberung bzw. der Besetzung Bagdads durch die Mongolen im Jahre 1258, hat das Kalifat, das abbasidische Kalifat, wurde sehr, sehr abgeschwächt und dadurch auch die Futuwa-Bewegung. Somit ist die Futuwa-Bewegung, das ist hier Achtung, ihr müsst den Knick mitbekommen, von Bagdad übergegangen nach Ägypten zu den Memluken-Sultan Baybars. Und ihr wisst, die Memluken, die haben jahrhundertelang in Ägypten geherrscht und sie waren, das wissen wenige, sie waren eine türkische Dynastie. Also die Abbasiden, die waren arabisch und die Memluken, die waren eine türkische Dynastie. Die türkische Dynastie hat in Ägypten sehr, sehr lange, also einige Jahrhunderte geherrscht. Jedoch ging die Futuwa-Bewegung von den Abbasiden rüber dann in den Hof des Memluken-Sultan Baybars und wurde dort gepflegt. Und das ist sehr interessant. Es gibt bestimmte Bücher, in denen wurde das geheime Wissen dieser Orden der Futuwa niedergeschrieben. Und diese Bücher, die gibt's und man nennt sie Futuwa-Name. Die Bücher der Futuwa, die Bücher der Futuwa. Ihr könnt dadurch euch, wie gesagt, meine Unterrichte sind nicht detailliert. Meine Unterrichte geben nur einen Denkanstoß. Ihr könnt euch zu Hause mit den Informationen, die ich euch hier übermittle, selbst euch weiter, oder ihr solltet euch auf jeden Fall weiter informieren. Es gibt, wie gesagt, das Wissen, was in diesen Futuwa-Büchern aufgeschrieben worden ist, was eine Art jeweilige Verfassung dieses Geheimordens auch darstellt. Und da gibt es drei Arten von Futuwa-Büchern. Drei Arten von Futuwa-Büchern. Also zeitlich gesehen, chronologisch gesehen. Die Futuwa-Bücher des Sufismus. Wir reden vom 9. bis zum 13. Jahrhundert. Ich rede nach der christlichen Zeitrechnung. Vom 9. bis zum 13. Jahrhundert sind die Bücher der Futuwa im Sufismus. Das heißt, bis dahin waren sie noch nicht zu einer Institution gekommen. Dann die zweite sind die Futuwa-Bücher des Futuwa-Ordens mit Nasir al-Din Illah gegründet. Vor allem prägend im 13., 14. Jahrhundert. Und geschrieben wurden sie, es gibt einige Futuwa-Bücher, nicht eins, aber ich möchte euch ja mal hier zwei wichtige hier jetzt inshallah euch gleich einblenden, was mit dem Kalifen Nasir al-Din Illah anfing. Und er hat Shahabeddin As-Suhrawandi befohlen, so ein Ordensbuch zu schreiben. Also der Kalif befiehlt Shahabeddin As-Suhrawandi, so ein Buch der Futuwa, also eine Verfassung, ein Geheimbuch dieses Bundes niederzuschreiben. Ich möchte euch mal hier zwei einblenden. Das erste, was ihr hier gerade seht, das sind die ersten und letzten Seiten von dem Futuwa-Buch von Haji Abdullah Ansari, von seinem Futuwa-Name, heute im Suleymaniye Bibliothek und in Hagia Sophia auch ausgestellt. Und das zweite, was ich euch einblenden möchte, ist, das sind auch die ersten beiden Seiten von einem Futuwa-Buch von Mohammed bin Hussein al-Sulaymis im Name Kitabul Futuwa, auch in der Suleymaniye Bücherhandlung zu finden. Damit ihr mal seht, wenn wir von den islamischen Illuminaten reden, von islamischen Geheimbünden reden, dass das im Ansatz vorhanden gewesen war. Dass das nicht irgendeine Geschichte ist, auch
Achtung, die eine Randerscheinung gewesen war. Also wir reden hier schon gleich 150, 200 Jahre nach dem Tod unseres Propheten, a.s.w., fängt das an, dann kommt die Institution und dann entstehen letztendlich im 12., 13. Jahrhundert die Orden, aber der Futuva-Orden nimmt dann letztendlich irgendwann ab und dann gibt es das dritte Kategorie von Futuva-Name und das sind, Achtung, im 13., 14. Jahrhundert die Ahe Futuva-Names, die geschrieben worden sind. Zu diesem Futuva-Name, wenn es um die Inhaltsanalyse, also der Futuva-Namen im Allgemeinen geht, was geht's dort? Überwiegt in allen derartigen Werken die Natur des Sufismus, also der Esoterik, am stärksten. Da ist die Esoterik sehr, sehr stark. Allgemein ist das Verständnis von Futuwe auf den ersten Menschen Adem, alaihis salam, zurückzuführen. Also die Bücher von Futuwe beginnen alle mit dem ersten Menschen und ersten Propheten Adem, alaihis salam. Dann folgen die Eigenschaften aller Propheten bis zum letzten Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Allerdings begann sich der Begriff Futuwe im 13. Jahrhundert auf eine bestimmte Organisation dann zu beziehen. Seitdem wurde darauf geachtet, sich auf den vierten Kalifen Ali ibn Abi Talib zu stützen. Es ist dabei ersichtlich, dass er als Person betrachtet wurde, die das Erbe des Propheten alaihi salatu wasalam antrat und dabei das Verständnis von Futuwe, also des Jugendlichen, am besten vertrat. Das war, Achtung, Konsens gewesen. Das war Konsens gewesen. Und nochmal, vielleicht, wenn einige Funken jetzt hier hochgehen, das hat nichts, nochmal, das hat nichts mit Sunniten und mit Schiiten zu tun. Das hat nichts mit Sunniten, mit Schiiten zu tun. Das ist ein tieferes, ein authentisches Verständnis, der unseres Propheten a.s. am nächsten ist. Jetzt passiert aber was. Achtung, der Orden, der Futura geht kaputt. Er wird abgeschwächt durch die Mongolen, durch die Einflüsse von außen und durch die Abschwächung des abbasidischen Kalifats und der Übertretung, wo der Orden letztendlich zu dem Memluken-Sultan Baybars übergeht. Was passiert plötzlich dann? Der Orden geht dort unter, der jahrhundertelang in der arabischen Welt tätig war und wird wo neu gegründet? In der heutigen Türkei. Nämlich, es wird ein neuer Orden gegründet. Die Futuva geht zugrunde und nach der Futuva wird die Ahiye gegründet. Der Ahiye-Orden. Und Ahiye, was heißt Ahi-Orden? Ahi, sagen, denken einige, das heißt auf Arabisch Bruder. Ja, viele sagen, damit ist Bruder gemeint. Aber wenn es vom Arabischen abgeleitet ist, nennt sich Ahi Bruder oder Brüderschaft. Wenn es aus dem Türkischen kommt, heißt es Freigebigkeit, Edelmut und Ritterlichkeit. Also, in der türkischen Sprache, in der alten türkischen Sprache, heißt Ahi Ritterlichkeit. Und Futuvet, Vetter, kommt auch auf die gleiche Bedeutung, Ritterlichkeit. Weil man sagt zu Ali, was für ein Jugendlicher, aber mit Vetter meint man nicht irgendein Jugendlicher, sondern ein Held, also das ist Ritterlichkeit eigentlich. Und das Wort Achia, dieser Achia-Orden, hat genau, wenn es um das Türkische geht, genau die gleiche Bedeutung. Und das ist sehr interessant, dass wir sehen, nach dem Untergang oder der Auflösung der Futuva-Orden in der arabischen Welt, beginnt plötzlich parallel in dem türkischen Raum, also Anatolien, Kurdistan und Kaspisches Meer, beginnt ein neuer Orden, der Orden nämlich der Achia. Und der Gründer ist, sein eigentlicher Name ist Nasreddin Mahmud, der ist 1262 gestorben, aber sein späterer Name wurde bekannt durch Ahi Evram. Er hat in Kırşehir, in der heutigen Stadt Türkei, Kırşehir gelebt, Ahi Evram. Sein richtiger Name ist aber Nasreddin Mahmud. Einige sagen, das stimmt aber nicht, was die Türken unter dem Lehrer Nasreddin Hoca kennen, dieser, der immer diese Witze erzählt, das soll eigentlich Ahi Evran gewesen sein, aber die Geschichtsschreiber, die befürworten das nicht so, nur weil der Name halt ähnlich ist. Also Nasreddin Hoca war nicht Ahi Evran gewesen. Aber Ahi Evran war letztendlich der Gründer der Bewegung des Ordens Ahir gewesen.
Und diese religiös-gesellschaftliche Institution verbreitete sich rasch in Anatolien und verfügte über erheblichen Einfluss. Insbesondere während der Einfälle der Mongolen übernahmen die Achäer staatliche Aufgaben. Ihr wisst ja, der Einfluss der Mongolen im 13. Jahrhundert, also das könnt ihr aus der islamischen Geschichte nicht rausradieren. Ihr könnt die islamische Geschichte erst dann verstehen, wenn ihr den Einmarsch der Mongolen richtig versteht. Und auch die Kreuzzüge. Die Kreuzzüge kamen aus dem Westen, aber die Mongolen, sie kamen mit einem Schlag und sie haben sehr, sehr viel Wind aufgewirbelt. Aber letztendlich ist da durchaus zum Schluss sehr, sehr vieles Positives letztendlich herausgekommen. Insbesondere Ibn Battuta ist, was die Türken Evliya Çelebi nennen, das sind Reiseführer. Also Evliya Çelebi, ich habe mal damals letztes Jahr eine Aufnahme da in Istanbul gemacht, wo er sagt, Sehat ya Rasulallah statt Sehat ya Rasulallah, und dann fängt er an zu reisen über Hunderttausende von Kilometern. Da kommt dieser Evliya Çelebi und schreibt die komplette Geschichte aus der islamischen Welt in mehreren Werken zusammen. Ein Reisender, der jeden Ort beschreibt. Und so wie es diesen Evliya Çelebi aus den türkischen Leuten entstand, gab es bei den Arabern Ibn Battuta. Das ist so, was die Nicht-Muslime als wen bezeichnen, Fethi? Als Marco Polo. Marco Polo ist auch vom Westen los und bis nach China. Also das, was die im Westen als Marco Polo bezeichnen, gibt es bei den Türken als Evliya Çelebi und bei den Arabern als Ibn Battuta. Und die haben wirklich Werke geschrieben, in denen sie damals für uns die ganze islamische Welt fotografiert, in Schrift natürlich, und in die Bücher reingebracht haben. Und genau dieser Ibn Battuta berichtete in seinem Reisebericht aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts über die Bruderschaft, deren Gastfreundschaft und Großzügigkeit er besonders hervorhob. Aus dem 15. Jahrhundert gibt es sehr, sehr wenige Berichte über diese Achia-Bewegung. Also wir sehen sie eigentlich, dass sie ab dem 15. Jahrhundert diese Achia-Bewegung verschwindet. Warum habe ich das gerade erzählt? Die Futuwa-Bewegung und die Achia-Bewegung, wobei das mehr als ein Orden gewesen war. Erstmal zu zeigen, das waren Bruderschaften, das waren Geheimbünde, die genauso gearbeitet haben, also viel besser gearbeitet haben, als die gefegten Freimaurer von heute oder irgendwelche anderen Bewegungen. Das waren die wahren islamischen Illuminaten gewesen. Und vor allem zu erzählen, als die Achia-Bewegung langsam aufgelöst worden ist, in was hat sie sich hier rein involviert? In das Osmanische Reich. Denn das Osmanische Reich, dessen Gründung war die Achia-Bewegung. Das ist sehr wichtig. Der Grundgedanke, die Ideologie, die Gebete, die Macht des kompletten Osmanischen Reiches ist auf einen Gelehrten zurückzuziehen. Dieser Gelehrte ist heute in Bilecik begraben, Sheikh Edebali. Und Sheikh Edebali war ein Mitglied und ein Sheikh des Achia-Orden gewesen, der sehr stark in Anatolien vertreten war. Und vorher aus der Futuba-Bewegung und vorher aus der Ali-Bewegung, aus der Sahaba-Bewegung zum Propheten Mohammed a.s. Deswegen ist das für uns wichtig. Diese Bewegung, der Achia, wurde aufgelöst und ist im Osmanischen Reich zu einem kompletten Imperium aufgewachsen, der auf drei Kontinente letztendlich geherrscht hat. Und dieser Sheikh Adeb Ali war der Lehrer von Osman Gazi gewesen. Der ist heute in Bilecik begraben. Hier seht ihr mal einige Bilder eingeblendet. Also hier das erste Bild, was ihr seht, das ist die Moschee und der Ort, wo er damals diesen Orden in Bilecik, also in der Westtürkei, gegründet hat. Hier ein anderes Bild mal, wie hoch ihr seht, das ist auf dem steinigen Berg ist das quasi. Hier seht ihr mich, das war wie gesagt Ende 2018 gewesen, vor dem Grab von Sheikh Edeb Ali, also wo dieses grüne Tuch ist, darunter ist Sheikh Edeb Ali begraben. Das ist ein ganz kleiner Raum. Wir werden jetzt mal kurz ein Video inshallah einblenden, damit ihr mal seht, wie klein eigentlich der Raum ist. Und hier seht ihr auch einen Schriftzug, wo ja geschrieben steht, ja, Hazrat Sultan Sheikh Edeb Ali. Also das ist hier für uns erstmal sehr, sehr wichtig. Und das ist der Lehrer, auf Deutsch, der Ideologe
von Osman Gazi gewesen. Kennt ihr die Geschichte, wo Osman Gazi nachts in ein Haus reingeht und er möchte nicht schlafen, weil der Koran dort ist und er will die, schreckt die Füße nicht aus und dann sieht er einen Traum? Das ist das Haus von Sheikh Edeb Ali gewesen. Das erstmal dazu.